Kia EV6 GT, BMW i4 M50, Ioniq 5N. For the love of driving. Zeekr 001, 544 PS, NIO i-T5, 489 PS, Polestar 2, 476 PS, BYD Seal, 530 PS, Tesla Model 3 Performance Highland. PS-mäßig soll der um die 700 PS haben. Herzlich willkommen auf meinem Zweitkanal E4Live. Und heute geht es um ein ganz, ganz besonderes Video. Wie ihr wisst, habe ich das Tesla Model 3 Performance seit fast 2 Jahren und bin so um die 45.000 Kilometer gefahren. Also hinter mir seht ihr das ja hier, da hatte ich mein Video hochgeladen letztens vom BMW M4, 600 PS, den hatte ich davor gehabt. Und M3 V8, den habe ich noch zum Tesla Model 3 Performance. Jetzt, wie gesagt, sind 2 Jahre rum und ich bin so am Überlegen, ich bin ja eigentlich super happy mit dem Model 3 Performance, aber man schaut ja so ein bisschen nach anderen Autos. Und damals, vor 2 Jahren, gab es noch nicht diese große Auswahl an Autos. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und 7 Konkurrenten rausgesucht und mal rausgeschrieben, Vorteile, Nachteile, Reichweite, Verbrauch, PS, Leistungsangaben und so. Und ja, wir gehen die 7 Modelle mal durch und vielleicht ist das für euch da draußen auch interessant, wenn ihr, sag ich mal, Model 3 fahrt, vielleicht Model 3 Performance auch und seid auch mal überlegen, ja, was gibt es denn da draußen eigentlich? Gibt es da was Besseres vielleicht als Tesla? Ich glaube, ja, ein E-Auto, ein bisschen mehr Performance, so wäre schon ganz geil. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da, würde mich super drüber freuen. Und wenn ihr Bock auf V8 habt, Verbrenner, M3, M4, vielleicht M5 und so, schaut mal bei meinem Hauptkanal vorbei, M4Live. Und jetzt sage ich mal, los geht's. So, wer jetzt noch ganz neu auf meinem Kanal ist, herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist. Und hier seht ihr das, das ist jetzt mein Model 3 Performance. Da habe ich auch schon ein Video drüber gedreht und das ist auch schon ein bisschen verändert worden. Also das ist jetzt hier, seht ihr, die Rückleuchten hatte ich jetzt von StarTech, dann den Tesla Schriftzug habe ich ja gemacht. Das hat ja Tesla beim Model Highland jetzt auch hinten so einen breiten Schriftzug. Dann habe ich auch einen Alcantara-Innenraum habe ich noch, oben den Dachhimmel in Alcantara. Dann habe ich noch die Logos in schwarz und so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Spurplatten drauf, Tieferlegung habe ich. Also bin schon super zufrieden mit dem Model 3 Performance, so wie er jetzt da steht. Und ja, kann mir eigentlich auch nichts Besseres vorstellen, auch mit der Bedienung und so. Also was heißt, ich muss, aber es wäre besser, wenn ich jetzt mein Model 3 Performance irgendwann demnächst verkaufen werde. In OneNote mal ein bisschen reingefuchst. Also Kia EV6 GT, 585 PS, 0 bis 100, 3,5 Sekunden, 100 bis 400, habe ich sogar mal geguckt, 8,8 Sekunden, was schon sehr gut ist. So ein serienmäßiger M4, damals die F-Reihe brauchte so unter 9 Sekunden, so ein bisschen so auch 8,5 so um den Dreh, damit ihr mal wisst. Verbrauch habe ich jetzt geguckt, 20,6, Reichweite 424 Kilometer, Gewicht 2,2 Tonnen. Und Preis ab 73.000 Euro, wobei da schon fast alles drin ist in dem Preis. Das ist auch immer so, was man nicht vergessen darf. Ja, und da hatte ich mir so Vorteile mal aufgeschrieben. 800 Volt Ladesystem ist natürlich super schnelles Laden von 10% auf 80% in 18 Minuten hier. Das ist mega schnell. Also das kann auch nicht jedes Auto, der Kia EV6 GT kann das, der Hyundai Ioniq 5 und 5N auch. Da kommen wir gleich zu. Und was cool ist, 7 Jahre Garantie und oder 150.000 Kilometer. Das ist auch einmalig, finde ich, so was man so kennt. Ja, und jetzt habe ich mal geguckt, von der Ausstattung her war fast schon alles drin. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, dann habe ich so geguckt, Nachteile, ja, Apple CarPlay gibt es zwar und Android Auto, aber nur per Kabel. Ja, ist so ein bisschen nervig und ja, einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß auch nicht. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass das irgendwie eine Lizenzsache ist von Kia. Deswegen geht das nur per Kabel. Aber vielleicht wisst ihr da draußen ein bisschen mehr darüber. Also, nächster Nachteil wäre, ich bin ja denn schon gefahren, den normalen GT-Line mit über 300 PS, 325 PS waren es, glaube ich. Und das Video verlinke ich hier oben rechts nochmal, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wenn man jetzt vom Tesla kommt, ich rede ja vom Tesla-Fahrer jetzt, dann bist du schon ein bisschen überfrachtet mit den ganzen Knöpfen und Funktionen und ja, das ist schon, das Menü ist jetzt auch nicht hier, das hatte ich auch nochmal raufgeschrieben, Software, die Menüführung ist jetzt nicht so übersichtlich wie beim Tesla. Es gibt 1000 Einstellmöglichkeiten, alles ein bisschen nicht so schick von der Optik, auch die Karte und so und ist jetzt auch nicht ganz so super flüssig wie beim Tesla, muss man schon zugeben. Und ja, das ist so die kleinen Nachteile, die mir so aufgefallen sind. Jetzt gucke ich mal hier unten. Und dann, was jetzt für mich, jetzt habe ich mal einen subjektiven Punkt dazugepackt. Also habe ich mir nochmal draufgeschrieben. Am Anfang war der Anblick noch ungewöhnlich. Ihr wisst genau, das Heck. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich habe letztens einen gesehen, der war komplett in schwarz. Tiefer gelegt, ich glaube auch ein bisschen Spurplatten drauf. Oh, richtig schön, dass er mit dem Dachspoiler, den du hinten nur beim GT hast, sieht mega gut aus. Also ich dachte mir, boah geil, also so einen würde ich auch sofort nehmen. Video zu einem normalen EV6 GT-Line verlinke ich oben rechts nochmal. Da war ich echt begeistert. Kommen wir zum nächsten der Kandidaten, habt ihr schon gelesen bestimmt hier, BMW
i4M50, eigentlich komme ich aus der BMW-Schiene. Mein Hauptkanal BMW M4 Live, ja, da habe ich ja, wie gesagt, meinen E92 M3 V8 M4 mit 600 PS von G-Power getuned. Ich bin einfach BMW durch. Und als BMW den damals vorgestellt hatte, dachte ich mir, boah, geil. Also ich wollte ja schon immer so zweigleisig fahren, Elektro für den Alltag und V8 fürs Wochenende. Und ja, da war ich echt Feuer und Flamme und habe das mitverfolgt in den ganzen Foren. Und ja, das Problem war Lieferzeiten über ein Jahr, anderthalb Jahre. Das war einfach nicht mehr normal, ja. Und hier sind die Daten jetzt zum Beispiel. 544 PS hat er, 0 bis 100, 3,9 Sekunden. Verbrauch war schon ein bisschen höher, 22,5. Reichweite 414 Kilometer so im Schnitt, 2,3 Tonnen. Das ist schon übel, wenn du so vom BMW kommst, wo du immer so denkst, ja, mein M3 hat, glaube ich, 1600 Kilo, 1600 um den Dreh, mein E92 M3 aus 2011. Und das sind 700 Kilo mehr, das ist schon eine Hausnummer. 71.100 Preis, hört sich erst ganz gut an, aber ich habe den mal konfiguriert und kam auf über 92.000 Euro. Ja, das ist schon eine andere Sache eben halt. Vorteile, sehr komfortabel, richtig ruhiger Innenraum, das habe ich auch von ganz vielen Leuten gehört. Das ist einfach mega gut, wenn du vom Tesla kommst, da weißt du genau, das ist jetzt nicht ganz so leise im Innenraum. Fahrwerk wäre auch sehr gut und vor allen Dingen hohe Qualität im Innenraum, aber das kann man ja auch erwarten bei dem Preis. Boah, das wäre dann schlimm, wenn es nicht so wäre. Was mir aber aufgefallen ist, das Video verlinke ich oben rechts nochmal, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich hatte den ja für zwei Tage gehabt. Liebe Grüße nochmal an Till da draußen, der hat mir den zur Verfügung gestellt. Ich habe so ein cooles Vergleichsvideo mit ihm gemacht. Er ist mein Tesla Model 3 Performance gefahren für einen Tag und ich bin sein E4 M50 gefahren. Und dann haben wir uns mal ausgetauscht, haben ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich oben rechts auch nochmal, wie er so das Tesla-Gefühl fand und ich den E4. Und das war ganz lustig, ich kam ganz gut rüber. Ja, also was jetzt mir nicht so gut gefallen hat, nicht so agil, wenn nicht wieder Tesla, also soll nicht wenig, sondern wendig heißen. Das merkst du auf jeden Fall, wenn du jetzt hier viel Landstraße fährst, Kurven fährst und so, dass du merkst schon, dass der E4 schwerer ist. Weil ich habe mal mit dem Tesla Model 3 Performance auf die Waage gestellt und ich glaube knapp unter 1,9 Tonnen waren es, 1800 noch was. Ja, und das ist schon ein Unterschied, wenn du überlegst, das sind ja fast, ja 400 Kilo waren schon ein Unterschied, 400, fast 500 Kilo Unterschied. Das merkst du auf jeden Fall, ja. Menü ist nicht so übersichtlich, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, die Darstellung beim BMW, du hast ganz viele Kacheln, die sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. War jetzt nicht so ja, einfach zu bedienen wie beim Tesla, wenn man jetzt vom Tesla kommt eben halt. Ja, und dann habe ich mir aufgeschrieben, ziemlich teuer, wenn volle Hütte, das auf jeden Fall. Und sehr lange Lieferzeit, manche haben wirklich anderthalb Jahre gewartet, manche haben so fast zwei Jahre. Ist aber jetzt besser geworden, so wie ich es gehört habe. Also wenn man jetzt einen bestellen würde, würde es glaube ich Anfang nächsten Jahres werden. Und wie gesagt, es gibt ja auch viele Lagerware, sage ich mal so. Ja. Dann habe ich mir nur aufgeschrieben, subjektiv, also bis auf die Agilität und den Preis ein perfekter Wagen. Also Verbrauch könnte etwas besser sein, genau, Verbrauch war ein bisschen höher mit 22,5 Kilowattstunden. Und für zwei Tage habe ich den gehabt. Wie gesagt, die ganzen Videos verlinke ich oben rechts nochmal. Wäre meine erste Wahl gewesen. Wie gesagt, bin wirklich BMW durch und durch. Und gefällt auch die Form. Vor allen Dingen hast du dann den, weil es ein Grand Coupé ist, kannst du deinen Kofferraum so schön hoch machen. Du kannst viel einladen eben halt. Das ist nicht so eine kleine Einladeluke wie am Tesla jetzt hier. Und V-Max ist aber nur bei 225. Also und Tesla fährt jetzt 260. Ja, das ist schon, ja, wer es braucht, wer es nicht. Aber wenn man es hat, ist er ganz schön auf der Autobahn. Wenn man jetzt viel Autobahn fährt. Ja, der war auch schon sehr auf meiner Liste. Der nächste, ach, das ist so eigentlich mein Geheimfavorit, der Hyundai Ioniq 5N. For the love of driving. Ioniq 5N is the technology powerhouse of Hyundai. We push the latest technology to take pure, unfiltered drive. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Wagen. 650 PS Boost, sag ich mal, Boost-Modus hast du da, ansonsten hast du 609 PS, also hast du hier über 600 PS, hat jetzt keiner von den anderen, 3,4 Sekunden, 100 bis 100, ich glaube so, ja, niedrige 8, wenn es gut ist, Verbrauch und so, Reichweite ca. 400 Kilometer, also man findet noch nicht sehr, sehr viele Infos beim Hyundai Ioniq 5N, weil der soll im ersten Quartal oder zweiten Quartal, so April soll er eigentlich rauskommen, März, April nächstes Jahr. Und deswegen gibt es noch nicht sehr, sehr viele Infos. Ich habe mich auch schon angemeldet beim Newsletter bei Hyundai, bin auch schon in den normalen Hyundai Ioniq 5 gefahren, damit ich mal so ein bisschen testen kann, wie ist das Raumgefühl, wie ist der Wagen, wie fährt er sich und so ein bisschen das Menü und das verlinke ich oben rechts nochmal. Das könnt ihr gerne mal anschauen. Also was sehr, sehr schönes Vorteil, du hast das erste E-Auto mit Schaltgetriebe, das nennt sich NE-Shift. Ist so ein simuliertes Doppelkupplungsgetriebe, das heißt, du kannst selber schalten
und der fährt auch nicht schneller, wenn du nicht weiterschaltest. Also das ist so krank, weil eigentlich hast du ja nur einen Gang beim Elektroauto, drückst drauf und da geht bis 260 durch. Und so ist das, der fährt dann eben halt und wenn du dann hoch, also wenn du dann so richtig hochziehst, wie beim richtigen Verbrenner, dann fährt er nicht weiter. Jetzt ist er im Drehzahlbegrenzer, hörst du so, und dann musst du schalten. Und das ist so schon irgendwie cool, ja. Und der Wagen wurde auf der Nordschleife abgestimmt und es gibt auch so N-Active Sound eben, also 3E-Sounds. Das schauen wir uns gleich mal an, das ist auch ganz cool. Driftmodus gibt es, Schalensitze gibt es und ganz, ganz viele andere Sachen mehr. Weil der wurde auch direkt, ich glaube 40 Punkte wurden an der Karosserie verändert, also richtig versteift und so, damit er wirklich für die Rennstrecke gemacht worden ist. Ein E-Auto für die Rennstrecke, das ist ja schon krass. Ne? Auch 800 Volt Ladesystem, 10-80% 18 Minuten, sehr, sehr schön. Nachteile, noch nicht verfügbar, wenig Infos, vielleicht Fahrwerk zu hart für den Alltag, habe ich mir drauf geschrieben. Bedienung und Menü wird so ähnlich wie beim KW6 sein, den ich schon gefahren bin. Und da denke ich mir, ist das Menü nicht da schon nicht sehr, sehr ja, modern, sagen wir es mal so. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Genau, ich bin in der normalen IONIQ 5 gefahren, 306 PS, sehr schöner Wagen, Head-Up-Display, gute Sitze. Der N hat sogar Schalensitze, gutes Fahrwerk, VMAX vermutlich 260 beim IONIQ 5N. Kommen wir mal zum nächsten Wagen, der vierte wäre es jetzt, CK001, 544 PS, 0 bis 100 3,8 Sekunden, 100 bis 100 weiß ich es noch nicht, habe ich noch nichts gefunden, Verbrauch so um die 18, Reichweite 590 bis 620 Kilometer, Gewicht über 2,3 Tonnen und Preis ab 62.900 Euro bis 67.900, also ja, noch überschaubar. Und dann habe ich noch gefunden, sehr gutes Fahrwerk. In der Top-Version gibt es sogar ein Luftfahrwerk. Das ist einfach schon krass. Luftfahrwerk habe ich bei den ganzen E-Autos so noch gar nicht mitbekommen, was jetzt hier ein bisschen ja, preislich erschwinglicher ist. Hm? Sehr hochwertiger Innenraum. Level 4 Hardware schon verbaut. Und dann gibt es hier Akku, 100 kW, großer Akku und sehr großer Kofferraum, 539 Liter. Und weil es gibt auch andere E-Modelle, also E-Autos hier, die haben nur 400 Liter Kofferraumvolumen. Nachteil VMAX ist leider bei 200. Ja, wenigstens die zwei da vorne. Es gibt auch noch einen anderen Wagen gleich, der schafft nicht die 200. Servicepartner in Deutschland noch offen und Lenkung soll etwas indirekt sein und die Bremse ist zu langer Pedalweg. Laden 10-80% in 30 Minuten. Ja, müsste man jetzt schauen. Ich weiß nicht, ist jetzt nicht für jeden wichtig da draußen so schnell das Laden. Wenn ihr zu Hause laden könnt, so wie ich, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber wenn ihr viel unterwegs seid und ihr wollt immer sehr, sehr schnell laden, dann schaut natürlich nach einem E-Auto mit 800 Volt Ladesystem. Ja. Oh, ich habe noch ein Subjektiv, hatte ich noch reingeschrieben. Sehr schönes Fahrzeug, mal was Neues auf der Straße, gefällt mir sehr gut. Niedrige VMAX mit 200, ein bisschen enttäuschend. Es gibt aber noch eine höhere Variante, die nennt sich also CK001 FR mit 1200 PS. Ja, und was noch ganz wichtig ist, zum Konzern Geely gehören Volvo, Polestar, Lotus, Smart und einige andere noch mehr. Also es ist jetzt gar nicht so eine unbekannte Marke, die den CK001 ja, macht. Der nächste ist dann der NIO IT5, 489 PS, 0 bis 104 Sekunden, Verbrauch 18,6 bis 20,4, 419 km bis 590 km je nach Akku und Ausstattung, Gewicht 2,1 bis 2,2 Tonnen, Preis ab 47.500, bloß, da müsst ihr aufpassen, den Akku muss man noch dazu kaufen. Es gibt einen kleinen Akku mit 75 kWh, und der kostet 12.000 Euro oder nimmt den größeren 100 Kilowattstunden, der kostet aber 21.000 Euro. Dann kommt ihr natürlich schon auf 59.500 oder mit meiner Konfiguration auf über 73.000. Man kann den Akku aber auch mieten, sag ich mal für 169, den kleinen oder 289 Euro. Es ist, glaube ich, besser, weil man nur, wenn man den Akku mietet, kann man auch diese, ja, wo wir zum nächsten Vorteil kommen, diese Ladestation hinfahren, wo sie den Akku tauschen, diesen Battery Swap Ladestation. Quasi es dauert 5 Minuten um den Dreh, dann fährst rein, der Akku wird komplett getauscht unten und könnt mit vollem Akku wieder weiterfahren. Aber nur wenn du den Akku mietest, dann darfst du dann zweimal im Monat kostenlos dort deinen Akku wechseln. Was noch gut ist, habe ich gelesen, LiDAR-Sensoren, über 33 Sensoreinheiten sind mit drin. Dann habe ich Mietmodell, gibt es dann noch, flexible Laufzeit, also du kannst jeden Monat kündigen. Oder du machst so eine feste Mietlaufzeit, 12 bis 60 Monate. Und da sind alle Sachen drin, wie Versicherung, Servicelieferung, Akkutausch. Tacho ist noch mit drin, 23 Lautsprecherserie und hochwertige Verarbeitung, guter Fahrkomfort. Das hatte ich jetzt gelesen, eben halt auch beim Videos gesehen. Das klingt schon mal ganz gut. Nachteil, Akku muss extra gekauft oder gemietet werden. Ja, das ist so ein kleiner Nachteil. PowerSwap ist nicht beim Kauf der Batterie möglich, weil, wie gesagt, man muss immer dieses Mietmodell nehmen. Zu wenig Kofferraum im Fond, also ab 1,83 Meter wird es eng, habe ich gelesen. Ziemlich teuer im Mietmodell, weil da geht es ab 1000 Euro los, wo alles jetzt drin ist an Kosten. Ist so eine Sache eben halt, ab 1000 Euro, da gibt es schon andere Autos, die man dafür kriegt. Zum Beispiel ein Audi e-tron RS gibt es jetzt, glaube ich, so. Wenn man Glück hat, so ein Leasing-System. Also sind im Leasing sehr, sehr günstig geworden.
Also kein 800 Volt Ladesystem, aber das haben jetzt auch nicht alle anderen. Laden 10-80% in 30 Minuten, 40 Minuten beim großen Akku. Ladeplanung ist ausbaufähig, kleiner Kofferraum mit knapp unter 400 Liter, kein Frunk und kein Android Auto oder Apple CarPlay und kein Head-Up-Display. Ja, das sind schon einige Nachteile. Bin dann gespannt, was ihr dazu sagt. Ah, schon schön. Sowas kennen wir Tesla-Fahrer gar nicht, sowas Schönes. Hier seht ihr hier die Battery Swaps. Also kannst dann tauschen eben halt. Und bis Ende 23 hast du auch keine Gebühr beim Batteriewechsel. Dann kommen wir zum nächsten Kandidaten, das wäre der Polestar 2. Den bin ich ja schon gefahren. Das Video verlinke ich oben rechts nochmal. Aber jetzt nicht in der absoluten Performance-Variante mit 476 PS. Ja, aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. 0 bis 100, 4,2 Sekunden, also 18,8 Kilowattstunden Verbrauch. Reichweite 555 bis 591. Gewicht 1,9 bis 2,1 Tonnen ab 61.705 bis 71.405 habe ich daraus. Vorteile, sehr gutes Fahrwerk, Ölingsstoßdämpfer mit Doppelströmungsventil, Android als Betriebssystem, das ist ein mega Vorteil, weil super Routenplanung, dank Google, gute Brembo-Bremsen, Digital Key, also wie hatte ich ja gerade schon gesagt, bei BMW auch, kannst das Fahrzeug öffnen und starten mit dem Handy nur. Matrix-LED sogar in 30er-Zonen, das ist ja auch ein sehr, sehr großer Vorteil, weil viele Autos haben nämlich gar kein Matrix-Licht und wenn, dann funktioniert das meistens erst so außerhalb geschlossener Ortschaften, so ab 70 oder so. Nachteile, Höchstgeschwindigkeit 205 km/h, Verbrauch soll wohl etwas höher sein, so um die 20 Kilowattstunden. Was ich ein bisschen blöd fand, so auf dem Fahrersitz, war es ein bisschen wenig Beinfreiheit eben halt. Das ist ein bisschen enger eben halt vorne. Müsst ihr mal ausprobieren. Materialien im Innenraum gut, aber nicht so hochwertig wie bei der Konkurrenz. Im Fond etwas wenig Kopffreiheit, aber ab 1,80 Meter. Sitze geben nicht ganz so viel Seitenhalt und kein 800 Volt Laden eben halt. Das sind so die Nachteile. Und für mich so war es jetzt im Display und da schon eher schlicht gehalten. Vom Handy kennt ihr es genau, von Google Maps, die Satellitenansicht, die gibt es nicht. Ja, den Polestar 2 gibt es schon etwas länger. Und Optik vom Heck ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er so ein bisschen abgehakt aussieht. Video zum Polestar 2 findet ihr oben rechts. Vorletzte Wagen, BYD Seal. Also hatte ich vorher auch noch nie von gehört. Dann hatte ich den gesehen im Internet, dachte ich mir, boah, cool, der sieht nicht schlecht aus. 530 PS, klingt ja schon mal sehr gut. 0 bis 100, 3,8 Sekunden, Verbrauch 18,2. Reichweite 520 bis 570 Kilometer. Also 2055 bis 2185 Kilogramm. Leergewicht. Und Preis echt sehr niedrig, wenn man so gegenüber die anderen schaut. Das ist von 47.577 auf 53, knapp 54.000 Euro. Ja, wenn du überlegst, der BMW lag voll bei fast über 90, 92, 93. Tacho habt ihr, hochwertiger Innenraum, habt ihr Touchscreen drehbar, wie gesagt, er kann horizontal und vertikal gedreht werden. Sportsitze, Panoramaschiebedach. Und BYD gilt seit mehr als 28 Jahren als Vorreiter der Batterieforschung. Also die haben da schon sehr, sehr viel Know-how. Android Auto oder Apple CarPlay serienmäßig und 800 Volt Ladesystem habe ich jetzt hier noch hier. Nachteil, nur 150 kW Ladeleistung. 30-80% in 26 Minuten. Normalerweise haben die meistens immer 10-80% in 26 oder 28 Minuten. Hier geht es von 30. Deswegen muss ich nochmal gucken, ob das wirklich 800 Volt Ladesystem war oder ob es daran lag, dass es hier begrenzt ist auf die Ladeleistung. Das ist so ein großer Knackpunkt, nur 180 km/h Vmax. Ja, das ist schon, ey, du hast 530 PS, oh, so eine Rakete und kannst keine 200 fahren. Also das finde ich schon schade, ja. Und wie gesagt, es gibt noch nicht so viele Händler und Servicestützpunkte. Ich habe mal geguckt, bei mir wäre in Kassel. Dort kann man Verkauf und Service gibt es dort und oder in Köln, aber da wird nur der Verkauf angeboten, ja. Das wären die nächsten Servicepunkte. Also noch nicht sehr, sehr viel. Ein sehr schönes Design habe ich mir aufgeschrieben. Preis ist sehr, sehr gut und soll im vierten Quartal nach Deutschland kommen. Schauen wir uns das nochmal an hier. So, und dann kommen wir mal zum letzten, wirklich Nachfolger von meinem Tesla Model 3. Letztes Modell kommt Tesla Model 3 Performance Highland. Ja, liebe Grüße nochmal an den Abonnenten, der den Kommentar hinterlassen hatte, der noch ein paar Tipps gegeben hatte, was da wohl kommen könnte. PS-mäßig soll der um die 700 PS haben, was sich was sehr, sehr geil wäre, aber was ich glaube ich noch nicht weiß. 0 bis 100, der locker unter 3 Sekunden, also wenn wir jetzt 3,2, 3,4 haben, mit, sag ich mal, 513 PS oder 530 und dann hast du nachher fast 200 PS mehr, also unter 3 Sekunden glaube ich schon. 100 bis 200 unter 8 Sekunden wäre krank. Verbrauch, Reichweite kann man noch nicht zu sagen. Gewicht, Preis, 72.000 Euro wurde so gemunkelt. Vorteile, Preis-Leistung wird unschlagbar sein. Das ist natürlich, wenn man nur die Leistung betrachtet. Jetzt, wie gesagt, Projekt Highland hat ja Sitzbelüftung. Fahrwerk soll überarbeitet geworden sein. Ambientbeleuchtung habt ihr. Innenraumqualität ist besser geworden als im Vorgänger. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Nachteile, Preis und Verfügbarkeit unbekannt. Kein Head-Up-Display, glaube ich nicht, dass das kommt. Kein Tacho, keine Sportsitze. Blinker wird bestimmt auch wieder im Lenkrad integriert sein, wie beim Model S. Wo wir ja nicht so die Freunde davon sind, wenn du im Kreisverkehr fährst.
man muss blinken und kein Gangbeihebel. Subjektiv habe ich geschrieben, wäre für mich der perfekte Umstieg, wünscht mir aber etwas mehr Komfort im Alltag. Leiseren Innenraum wäre super, bessere Sitze mit mehr Seitenhalt, Design, leider nichts wirklich Neues, bis auf die Scheinwerfer Heckleuchten. Ja, sieht moderner aus, Türschließgeräusch ist satter, VMAX wieder 260 km, weil der Long Range ist jetzt bei 201 km abgeriegelt. Da muss man auch nochmal schauen, aber die werden jetzt kein Model Performance rausbringen, neues mit fast 700 PS oder über 600 und das bei 201 km liegen lassen, also wäre Quatsch. Also dann haben sie mich verloren hier. Armaniac, da hatten wir das gesehen, so sieht das Highland-Modell aus, jetzt Long Range, also kein Performance-Modell, aber ihr seht ja schon mal die Scheinwerfer, wollte ich euch mal zeigen. Die sind anders. Erzählt, also nochmal kurz im Crashkurs. Und dann zeige ich euch nochmal hinten, so, das sind die anderen Heckleuchten eben halt. Ich habe jetzt bei mir auch andere Heckleuchten von StarTech. Aber also der Long Range heißt... Hier werden das dann serienmäßig. Und hier sind, was ich gerade gesagt hatte, Tesla-Schriftzug ist jetzt hier auch beim Highland-Modell, so wie ich es auch noch gemacht habe. Gefällt mir auch sehr besser. Hier was im Innenraum, sieht das auch nochmal. Da ist so Materialien als verfilzt eben. Tesla, ich bin als bestes Auto der Welt betitelt wurde. Es ist nicht das beste Auto der Welt, es ist das Beste, was du für das Geld kriegen kannst. Genau so würde ich das auch sehen. Preis-Leistung ist einfach mega beim Tesla. Das ist einfach so. Und Software funktioniert alles einwandfrei. Du hast auch Sitzbelüftung jetzt drin. Hier sind die Sitze, hier ist Ambientbeleuchtung. Dieser Aufpreis, also ein Konfigurator auf 62.000. Aber hier seht ihr es vom Seitenhalt, werden die jetzt nicht viel mehr geben als die normalen. Deswegen glaube ich nicht, dass das Performance-Modell Highland bessere Sitze bekommt. Aber ich bin mal gespannt, was ihr da draußen sagt. Und hier war noch jemand, lieber Grüße an Tesla Tim, der hat das auch nochmal im Video gemacht. Zum Model 3, um genau zu sein, überhaupt gar nicht erst bestellen. Weil es hatten nämlich Leute ein normales Model 3 Performance bestellt und dann wurde quasi in der App ein neues Lieferdatum genannt. Und das soll jetzt nächstes Jahr sein, im April bis Juni. Ich schätze mal so, dann kommen wohl diese neuen Model 3 Performance Highlands raus eben halt. Sonst würde sich der Lieferverzug nicht so lange hinziehen. Also es gibt noch nicht mal einen Button, der wenigstens ausgekraut ist. Seht ihr es hier? Also es gibt keine Möglichkeit, jetzt ein Model 3 Performance zu bestellen. Nein, es gibt überhaupt gar nicht erst die Option. So, und da seht ihr es hier. Und da hatten welche gesagt, im April, Juli 2024. So, seht ihr es hier nochmal. Performance bestellt hatten, ganz kurz eben, bevor das Highland Model 3 rausgekommen ist. Und diese Leute haben jetzt, oder viele davon zumindest, in ihrer App ein geupdatetes Lieferdatum angezeigt bekommen. Ja, also es wird auf jeden Fall Model 3 Performance Highland kommen. Wie schnell, das weiß man noch nicht. Kommen wir mal zum Schluss. Ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Video sagt, ob euch das gefallen hat. Welches Modell von den 8 Modellen würde euch, sag ich mal, interessieren? Wo sagt ihr, ey, das musst du dir anschauen, das würde ich auf jeden Fall fahren. Also, wenn ich euch meine Idee nochmal gebe, ich glaube, wäre schon so mit dem Ioniq 5N. Das ist schon sehr, sehr geil. Vor allen Dingen jetzt, die Farbe wäre vielleicht too much für mich. Ich würde, glaube ich, lieber auch diese schwarze nehmen hier. Die gefällt mir ganz gut. Das wäre eine Hausnummer oder sonst das Tesla Model 3 Performance Highland mit fast 700 PS. Das wäre auch krank. Also diese Modelle würden, glaube ich, für mich eher in Frage kommen, weil BYD ist hier, das VMAX 180 nur, Polestar 2 schon ganz gut, aber ja, optisch nicht so richtig mein Fall. NIO ET5 schon nicht schlecht. Ja, aber mit dem Akkus und so, mit dem Mieten und Kaufen ist zu hoch und so, ich glaube, das wird es auch nicht werden. Zika 001, der gefällt mir ganz gut. Nachteil auch 200, das wäre nicht ganz so schlimm im Halt, aber es gibt noch nicht so viele Servicepartner hier, denn den müsste man eigentlich mal Probe fahren. Preislich geht der auch noch. Hyundai Ioniq 5 hatte ich ja gesagt und BMW i54, ja, den bin ich schon gefahren. Wäre schon ganz geil, aber Preis-Leistung passt da für mich jetzt nicht wirklich. Und oder EV6 GT, genau. Also EV6 GT, Ioniq 5N oder Tesla Model 3 Performance Highland. Das wird es wohl werden, einen von den drei. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da. Würde mich super über ein Feedback freuen. Und ich wünsche euch eine gute Woche. Haut rein. Ciao, ciao.